Anna Heiser lässt sich nach 2 Kindern Spirale einsetzen. Mit der Familienplanung ist es bei Gerald und Anna Heiser, 33, jetzt endgültig vorbei. Die beiden hatten sich 2017 bei Bauer sucht Frau kennen und lieben gelernt. Mittlerweile sind sie auch schon verheiratet und Eltern zweier Kinder. 2021 hatte ihr Sohnemann Leon das Licht der Welt erblickt. Ein Jahr später folgte die Geburt ihrer Tochter Alina Marika. Vor wenigen Wochen hatte das Paar öffentlich gemacht, dass es keine weiteren Kinder mehr möchte. Und das ist jetzt wohl auch endgültig, denn Anna lässt sich die Spirale einsetzen. Ich bin gerade etwas ungeduldig, weil ich am Dienstag den Termin für das Einsetzen der Spirale habe und meine doofe Periode kommt und kommt nicht, verrät die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story. Denn es sei notwendig, dass sie vor dem kleinen Eingriff ihre Regel hat. Doch warum genau hat sich die zweifache Mama genau für diese Verhütungsmethode entschieden? Punkt. Ich lasse mir eine Hormonspirale einsetzen, denn ich kenne persönlich zu viele Frauen, die mit einer Kupferspirale schwanger geworden sind, erklärt sie. Eigentlich habe sie auf Hormone verzichten wollen, aber sich wegen der geringen Dosierung dann doch für diese Verhütungsmethode entschieden. Wie kam es aber letztendlich dazu, dass Anna und Gerald kein weiteres Kind mehr wollen? Das Gehirn blendet gerne die unangenehmen Erlebnisse aus. Wir haben unser erstes Baby verloren. Leon kam 3 Wochen zu früh per Notkaiserschnitt zur Welt. Alina ist ein Frühchen. Wollen wir es noch einmal riskieren? Nein, stellte sie in ihrer Story klar.